Ja, guten Abend. So, ich wollte mich mal wieder melden und heute wollen wir mal was Schönes machen. Was Einfaches. Nicht was so unheimlich kompliziert ist wie Heilbronn oder gar dieses Paulchen-Video. Fürchterlich kompliziertes Thema, bevor man dann nach einer Stunde aufpassen hoffentlich den großen Aha-Effekt hat und dann das Lächeln im Gesicht. Heute wollen wir mal was Einfaches machen und was Lustiges, nämlich die Veröffentlichung eines Kriminalromans zum Thema NSU von Wolfgang Schorlau. Also das ist schon wirklich erstaunlich. Wir wissen seit anderthalb Jahren, dass die obersten beiden Strafverfolger der Republik, nämlich der Generalbundesanwalt Range und der BKA-Präsident Zierke, am 21. November 2011 den Bundestag belogen haben, indem sie nämlich mehr als 2 Wochen nach der Obduktion der Leichen aus dem Wohnmobil das Parlament belogen haben, indem sie gesagt haben, der Mundlos habe zuerst den Bönhardt erschossen, habe dann Feuer gemacht und habe dann sich selbst erschossen. Und das wüssten sie deshalb, weil der Mundlos Ruß in der Lunge gehabt habe. Das haben die eiskalt dem Innenausschuss des Bundestages erzählt. Obwohl sie hätten wissen müssen und das mit Sicherheit auch wussten, dass es gar keinen Ruß in irgendwelchen Lungen gab. Sie also eiskalt das Parlament belogen haben. Und aufgeflogen ist das zweimal. Einmal im März letzten Jahres im NSU-Ausschuss in Erfurt, keinerlei Berichterstattung bundesweit. Und nochmal ist es aufgeflogen im Juli vor Gericht, auch 2014. Und auch da hat niemand die Verbindung gezogen, dass ja die beiden höchsten Strafverfolger der Republik das Parlament belogen hatten. Dazu hat ja auch der Dr. Müller, einer Dr. Andreas Müller, ein sehr großes, sehr umfangreiches Dossier angefertigt, das Rußlungendossier, wo man genau sehen kann, welche Zeitungen wie berichtet haben. Und am nachrichtsten, ehrlichsten war die Thüringer Allgemeine und am beschissensten waren Spiegel und Taz. Auch eine Aussage. Und das von einem eher Linken, also der Dr. Müller ist ein eher Linker, nicht so ein Rechter wie der böse Fatalist. Und jetzt auf einmal, anderthalb Jahre später, erscheint ein Krimi über den NSU, der zahlreiche Originalakten verwendet und auch nachweist, dass es so, wie das uns mit dem Selbstmord erzählt worden ist, mit dem Doppelselbstmord oder erweiterten Selbstmord oder wie immer man das nennen will, dass es gar nicht stimmen kann. Und auf einmal, kurz nach Erscheinen dieses Kriminalromans von Wolfgang Schorlau, kommt das in die Anstalt im ZDF. Da wird das auch knallhart gesagt, dass das gar nicht stimmte mit dem Ruß in der Lunge. Sogar der Oliver Welke machte dumme Spurensuche mit dem, findet den dritten Mann im Wohnmobil, da Hitler brüllt und aus dem Wohnmobil rausrennt, ja. Und auf einmal, was man anderthalb Jahre totgeschwiegen hat, geht auf einmal an die Öffentlichkeit. Sogar der Hajo Funke, sehen wir hier, behauptet neuerdings, irgendwelche Verfassungsschützer oder aber rechte Kameraden hätten Bönhardt und Mundlos ermordet und es würde sich nicht um einen Selbstmord handeln. Das ist sehr interessant. Und jetzt hat es auch noch der Herr Schorlau im Rahmen der Kulturzeit auf Dreisat ein paar nette Äußerungen dazu gemacht und die schauen wir uns mal an. Mal ein bisschen hochscrollen, hier haben wir es. Der Krimibuchautor Wolfgang Schorlau hat über den NSU-Skandal seinen achten Fall geschrieben. Der Krimi heißt Die schützende Hand. Wo saß diese schützende Hand, fragt Schorlau. Im Thüringer Inlandsgeheimdienst? Bei der Polizei? In der Politik? Manchmal muss die Fiktion nachhelfen, um Erinnerungslücken zu schließen. In diesem Camper sollen sich die Terroristen Uwe Mundlos und Uwe Bönhardt erschossen haben, so die offizielle Version ihres Todes.
Doch ein Foto vom toten Uwe Mundlos gibt Rätsel auf. Das hat den Schriftsteller Wolfgang Schorlau misstrauisch gemacht. Hinter ihm, wo eigentlich Blut und Gehirnmasse sein müsste, sehen Sie nicht, das ist klinisch rein. Normalerweise müsste hier 1 Kilo Hirn irgendwo an der Wand sein. Nun, das ist eigentlich der Beweis dafür, dass Uwe Mundlos sich so nicht erschossen haben kann. Wolfgang. Das ist ein sehr interessanter Punkt. Also der Wolfgang Schorlau muss ein sehr fleißiger Blogleser sein. Und derjenige, der für ihn da recherchiert hat, nämlich der Eckhard Sieker, einer der Autoren von dem RAF-Phantom mit dem Gerhard Wisniewski zusammen. Ich glaube, vor 25 Jahren ist das Buch schon erschienen, fast. Und sein Rechercheur, der hat sich also jede Menge Blogbeiträge durchgelesen und hat also auch das Paradoxon mit dem Blut und dem Gehirn aus dem Schädel vom Mundlos, das ist ihm aufgefallen. Und die Akten haben wir ja, wie gesagt, auch geleakt, den kompletten Tatortbefund mit über 1000 Fotos. Bis auf die beiden Obduktionsmappen haben wir das vollständig geleakt, weil die zu eklig sind. Und dann hat er natürlich auch festgestellt, dass zumindest die Hypothese des BKA nicht stimmen kann, dass nämlich der Herr Mundlos sich im Sitzen erschossen hätte. Das würde mit dem Dachaustritt des Geschosses nicht hinhauen, wie der Brainfreeze gerade gestern, haben wir das glaube ich oder vorgestern auf dem Blog gehabt, eine sehr schöne Ausarbeitung dazu gemacht hat. Es ginge nur, wenn er gestanden hätte, aber auch dann hätte hinter ihm das gesamte Bett und der ganze Bereich, was weiß ich, mehrere Liter Blut und ein Kilo Hirn aufweisen müssen, was ja nicht der Fall war. Frank Schorlau ist berühmt für seine Krimis über reale Fälle. Dabei hält er sich immer streng an die Fakten. Für seinen Roman über den NSU hat er so gut recherchiert, dass er vom Parlamentarischen Untersuchungsausschuss in Baden-Württemberg als Experte befragt wurde. Akribisch geht er den vielen Ungereimtheiten rund um den NSU nach und vor allem der dubiosen Rolle des Verfassungsschutzes. Schorlaus Held, der Stuttgarter Privatermittler Georg Dengler, hat den Auftrag herauszubekommen, wer Bönhardt und Mundlos getötet hat. Die offizielle Darstellung, als der Camper von 2 Streifenpolizisten entdeckt wird, tötet der eine Terrorist den anderen, legt Feuer und begeht Selbstmord. Und das alles soll sich in höchstens 30 Sekunden abgespielt haben. Innerhalb von den 30 Sekunden, die dort überhaupt nur zur Verfügung stehen, kann das alles nicht passiert haben. Das heißt, ich weiß, wie es nicht war. Ich weiß, dass die offizielle Story sicherlich falsch ist. Eine weitere Merkwürdigkeit: Statt den Tatort sorgfältig zu untersuchen, lässt die Polizei den Camper abtransportieren und unbewacht in einer Garage abstellen. Ja, das ist so ein Punkt, der mir nicht gefällt. Der mir überhaupt nicht gefällt. Und zwar, wir wissen ja von den Anwohnern, dass bevor die ersten Polizisten da aufgetaucht sind, ein dritter Mann beobachtet worden ist, der das Wohnmobil verlassen hat. Das haben die uns selber gesagt. Und als dieser dritte Mann weg war, kam überhaupt erst die Polizei. Und die Anwohnerin, die da am nächsten dran ist, die da auf dem Balkon saß, die hat schon das brennende Plastik gerochen. Und als dann diese beiden Polizisten kamen, Meyer und Seeland heißen die, in Uniform da und dieses Wohnmobil da angeblich zufällig entdeckt haben, haben sie bei der Anliegerin, die da genau daneben, 10 Meter weg, gesessen hat, haben sie gefragt, wo denn hier ein Fahrzeug brenne. Und in dem Augenblick, wo sie das gefragt haben, haben sie es auch schon selbst gerochen, nämlich das brennende Plastik. Und danach hat es irgendwelche Stühle, Rück- und Schussgeräusche und sonst irgendwas gewesen. Und das war wahrscheinlich explodierende Munition im Feuer. Und keine Schüsse.
Und was man noch unbedingt beachten muss, ist, um 12 Uhr ist das also da passiert, da brennt das Wohnmobil und irgendwie knallt es und zischt. Und um 11.15 Uhr war die Ringfahndung zu Ende. Und die Uwes sollen da einen Polizeifunkscanner mit einer Funkfrequenzliste von 1997 benutzt haben. Man hat auf dem Scanner auch die DNA gefunden von dem Bernhard, allerdings keine Fingerabdrücke. Und um 11.15 Uhr, also eine Dreiviertelstunde bevor der ganze Showdown da losging in Eisenach, war die Ringfahndung zu Ende und das wurde über Funk durchgegeben. Und da fragt man sich natürlich, oder muss sich fragen, und das ist ja auch die Fragestellung bei NTV jetzt zum neuen Untersuchungsausschuss im Bundestag gewesen, die Frage ist, ob da schon eine Leichenfuhre in Streck da abgestellt und angezündet worden ist. Und wenn man jetzt mal unterstellt, dass dem so war, dass die also nach Ende der Ringfahndung um 11.15 Uhr deshalb um 12 Uhr immer noch da standen, weil sie schon tot waren, weil ein dritter Mann dann das Ganze angezündet hat und dann sich davon gemacht hat, bevor die Polizisten kamen, dann kommt man ganz schnell zu der Einschätzung, dass es völlig egal ist, wenn die da mit Leichen als Leichenfuhrer abgestellt worden sind und damit durch die Gegend gefahren wurden, bis nach Streck da. Dann ist es auch relativ egal, wenn man, nachdem man das Innere da abfotografiert und abgefilmt hat, die nochmal auf dem Abschleppwagen durch die Gegend fährt. Und deswegen ist es für uns nicht so ganz nachvollziehbar, warum da so ein Riesenwind auch im Erfurter Ausschuss wegen dieses Abschleppens und dieser, da sagt man 40 Grad Rampe, also 40 Grad sehe ich da zwar nicht, aber egal. Ich glaube nicht, dass das so ein so wesentlicher Punkt ist. Und das Entscheidende ist, und das, da hat der Herr Scholler natürlich recht, es gibt dieses Blut-Hirn-Matratzen-Paradoxon, da ist halt nichts, wo was sein müsste. Die Matratze kann auch nicht hochgeklappt worden sein danach, sodass das irgendwie da an der Wand dahinter klebt und dass die Matratze eigentlich runtergeklappt war, weil dann würden keine Fahrräder in die Garage reinpassen, dann würde also die Story auch nicht hinkommen. Und mit den drei Schüssen ist es halt ein Problem. Man hat keine Projektile gefunden. Man hat weder von den beiden Selbstmordschüssen diese 2 Zentimeter Durchmesser fast starken Flintenlaufgeschosse gefunden. Das ist ja nur ein fettes Projektil aus diesen Pumpguns, diesen Vorderlader Pumpguns. Und man hat den angeblichen Schuss auf die Polizei auch nicht gefunden. Man hat zwar eine leichte Putzbeschädigung an dem Haus gefunden, aber man hat überhaupt kein Projektil gefunden. Wenn sie kein Projektil finden haben, dann ist wahrscheinlich auch nicht geschossen worden. Na gut, schauen wir mal weiter. Man könne hier bei der Vertuschung eines Verbrechens zusehen, sagt Schorlau. Ich vermute stark, dass die beiden außerhalb des Campers getötet wurden, erschossen wurden, jeweils mit einem Kopfschuss, einem sogenannten Grönlandschuss. Ihre Leichen wurden in den Camper gebracht, dort hingesetzt. Das erklärt, warum man das Gehirn nicht gefunden hat, warum es kein Blut hinter dem Kopf und mundlos gab. Bei der Suche nach dem Täter kommt Schorlau auf die Spur des Verfassungsschutzes in Thüringen. In den 90er Jahren hat die Behörde den Chef des Thüringer Heimatschutzes, Tino Brandt, als V-Mann geführt, ihm Geld gegeben und ihn wohl auch vor Strafverfolgung geschützt. Damit hat die Behörde indirekt den Thüringer Heimatschutz, die Brutstätte des NSU-Trios, unterstützt, sagt Hajo Funke, Autor des Sachbuches Staatsaffäre NSU. Der Thüringer Verfassungsschutz hat einen immensen Beitrag dafür geliefert, dass überhaupt diese NSU-Gruppe hat entstehen können. Natürlich, dadurch, dass er systematisch den Thüringer Heimatschutz, die Vororganisation, hat laufen lassen und sich entwickeln lassen. Man muss natürlich den Gusebnitz-Nazi-Kindsersäufer-Fachmann Hajo Funke mal grundsätzlich in Frage stellen. Er erzählt wie immer seinen Blödsinn, er erzählt dasselbe, was auch die Leute aus den Bundestagsuntersuchungsausschüssen, aus den Landtagsuntersuchungsausschüssen erzählen. Es gibt an keinem einzigen Tatort Beweise. Es wird immer vorausgesetzt, ein NSU hätte da irgendwelche 26 Verbrechen begangen, also 10 Morde, 2 Kölner Bomben und so viele Bankraube. Man hat nur keine Beweise an keinem einzigen Tatort. Und ständig wird vorausgesetzt, dass das aber genau die waren.
was man gar nicht voraussetzen kann und auch nicht darf. Zumindest nicht in einem Rechtsstaat. Und die Einseitigkeit der Ermittlungen und das, was der Herr Schorlau auch richtig erkannt hat, dass da nämlich ein Verbrechen vertuscht worden ist in Streck da am 4. November, das ficht diese Leute hier, diese, ich weiß nicht, Staatstrompeten oder was das sind, gar nicht an. Deswegen ist es nicht akzeptabel. Zum Teil mit dem Geld des Steuerzahlers aus Thüringen. Ja, das ist richtig. Genauso wie Corelli das Geld vom Bundesamt für Verfassungsschutz an die Leute gebracht hat. Nur, dass der Staat seine Beobachtungsobjekte selber aufzieht und selber generiert, das macht er auf der linken Seite ganz genauso, das heißt noch lange nicht, dass man da diese Verbindung ziehen kann, dass das auch in jedem Fall die Mörder gewesen sein müssen. Genau das ist nämlich nicht bewiesen und das wird seit 4 Jahren ständig vermischt miteinander, was man nicht vermischen darf. Doch was wussten die Verfassungsschützer, nachdem das NSU-Trio abgetaucht war und mit dem Morden begann? Genau das Gleiche. Ich breche jetzt hier ab, weil es hat keinen Wert, sich diesen Müll weiter anzuschauen. Mit den Morden begannen hatte. Es gibt keine Beweise, liebe Leute. Ja? Und das, was ihr hier praktiziert, das ist Volksverdummung. Ja? Das Trio ist abgetaucht, ja. Mithilfe des Staatsschutzes in Thüringen, ja. Mithilfe des Verfassungsschutzes in Thüringen, jawohl. Mit Wissen wahrscheinlich auch des Bundesamtes für Verfassungsschutzes und des MAD, die nämlich gemeinsam da diese Operation Rennsteig damals durchgeführt haben, um eben Nazis als V-Leute zu rekrutieren und die ganze Szene zu lenken, ja. Die sind wahrscheinlich als Aushorchzelle oder als irgendwelche Beobachtungszelle mit Aufgaben untergetaucht. Das mag alles richtig sein. Nur diese Gleichsetzung, dass das erwiesenermaßen auch die 10-fachen Mörder sind, das ist unverantwortlich. Das geht so nicht. Und dass gerade Dreisat Kulturzeit sich dazu hergibt, so eine blinde Propaganda zu machen, das ist echt beschämend. Wirklich schlimm. Ja. Na gut. Also, gehen wir jetzt zum vergnüglichen Teil, diesen Blödsinn hier, brauchen wir nicht mehr, und gehen mal in das Buch. Hier ist das schöne Buch, sieht so aus, Wolfgang Schorlau, Die schützende Hand, Denglers 8. Fall. Ich habe 2 andere von dem gelesen, über das Oktoberfest-Attentat und über den Rohwettermord von der 3. Generation RAF. Da sind sie auch wieder bei dem Rechercheur Eckehard Sieger, bei dem er sich dann auch am Ende des Buches bedankt hat, der da Mitautor war. Und er hat ein nettes Personenverzeichnis gemacht. Er nennt das hier Figuren. Das sind also seine Standardfiguren, die in jedem Dengler vorkommen. Und dann gibt es den Leopold Harder, ich nehme an, der von der Stuttgarter Zeitung. Ich nehme an, das ist der Franz Feider von Stuttgarter Nachrichten. Marius Brauer ist der Melzer, TLKA, Kriminalhauptmeister Mario Melzer im Original. Der Arthur Schütz, weiß ich nicht so genau. Wahrscheinlich ist es der Staatsschutzmann. Den er hier auch schon mit der entsprechenden DDR-Vergangenheit auftreten lässt, immer schön systemtreu. Und weil er auf diese Mefflut K und amerikanische Geheimdienste in Heilbronn und Wattestäbchen Phantom Verbindung zu den Sauerlandbombern und so weiter steht, hat er dann auch noch hier den Botschafter der USA mit eingebaut, der dann auch die Frau Merkel erpresst und so weiter und so weiter. Da geht es um die Besteuerung von großen amerikanischen Unternehmen, die da verhindert werden soll und so weiter. Ich will aber nicht das ganze Buch hier erzählen. Klaus-Dieter Welker ist Klaus-Dieter Fritzsche. Das ist also Merkels Staatsminister da oder Staatssekretär im Kanzleramt für die Geheimdienste, der tatsächlich mal stellvertretender Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz gewesen ist. Aber hier im Buch ist das halt immer noch. Und im wahren Leben war der Fritzsche, glaube ich, von 96 bis 2005 Vizepräsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Seine Frau Iris Welker, naja, die irgendwer muss den Dengler ja beauftragt haben. Gerhard Stenzel ist unser Herr Menzel, ne, Polizeidirektor Menzel aus Gotha. Die Verbindung zur RAF und dem Phantomterrorismus der 3. Generation, das sind ja auch zufällig 10 unaufgeklärte Morde, ist Harry Nopper, das ist also der Nocken, der damals diesen V-Mann Siegfried Nonne da erfunden hat, damit er da die RAF-Terroristen an den Tatort vom Herrhausen-Mord bringt.
Das ist dann, glaube ich, irgendwann auch aufgeflogen, 92 oder 93. Und der Nocken, der damals dieser Bösewicht aus dem Verfassungsschutz, das ist der Gegenspieler von Georg Dengler. Und der ist ja dann Vizepräsident des Thüringer Landesamtes für Verfassungsschutz gewesen, damals, als die Uwes da abgetaucht sind und als diese Mordserie da dann später dann losging. Wobei wir, wie gesagt, nicht wissen, was das miteinander zu tun haben. Hier haben wir Ali Denier. So fängt auch das Buch an hier, erstes Kapitel in Köln, 9. Juni 2004, Kolbstraßenbombe. Ali Demir mit seinen beiden bewaffneten Zivilisten, wo keiner weiß, wo die herkommen und was sie da gemacht haben. Es weiß auch keiner, ob Ali Demir die Wahrheit sagt. Der bei Steuerbüro da betrieben hat, hier ist er halt Buchhändler. Naja, in Schweigert hatten wir neulich in NRW, glaube ich, auch im Ausschuss diese Woche. Muss ein großes Debakel in der Kolbstraße gewesen sein, wo man den Zeugen dann nur, den Geschädigten da von dem Bombenattentat, nur Fotos vom Mundlos vorgelegt hat und nicht vom Böhnert, weil sie sollten ja den Mundlos als Bombenschieber erkennen. Also eine Riesensauerei ist da gelaufen, hat nicht einen einzigen Medienbericht gegeben, nicht mal vom WDR. Naja, andere Leute bekommen die Akten, so wie ich, irgendwie auf verschlungenen Faden und der Herr Dengler bekommt sie halt von seiner alten Liebe Marlis. Das ist so ähnlich wie bei James Bond, wenn der immer bei weiß ich nicht, Moneypenny oder so anruft, weil er irgendwelche Informationen braucht, so macht das der Dengler bei seinem BKA früheren Arbeitgeber, wo er da wohl mal Zielfahrer oder sowas war. Da hat er halt seine Marlis sitzen. Ne? Und dann gibt es noch hier die Gerichtsmediziner, einmal den Altprofessor, der da beim Datenklau hilft und er hat ja die Original Obduktionsgutachten da verarbeitet und zum Teil auch als echte Dokumente angehängt. Ist dann jeweils miteinander verbunden. Und hier ist unsere Else Gittermal, ne, die Leichen dann von Uwe und Mundlos im realen Leben dann irgendwie nach der Freigabe am 18.11. wieder hat beschlagnahmen lassen übers BKA, um nochmal genauer nachzuschauen. Ne. Also das Buch ist ganz gut gemacht. Es liest sich auch lustig und spannend gleichzeitig. Er hat natürlich hier eine fiktionale Geschichte geschrieben, aber die Fakten und die Akten, die er hier verwendet, die sind echt. Ja, also er hat zwar, wie gesagt, ein paar kleine Widersprüche drin. Die Recherche von dem Eckhard Sieger war dann vielleicht doch nicht so ganz umfassend. Und das Heilbronn-Gemurkse mit dem Mifflin K, wo es ja die Verbindung nur über dieses Wattestäbchen-Phantom gibt, also da dankt er auch noch dem Rainer Nübel vom Stern, naja, und dem Andreas Förster, der das Märchenbuch Geheimsache NSU herausgegeben hat. Das fand ich dann natürlich nicht so witzig, wie es mir jetzt sich im Rückblick darstellt. Aber er hat sicherlich nicht ganz Unrecht, da ist er ja auch ein bisschen auf Elsässers Linie vielleicht. Ein Ergebnis dieser Recherche ist auch die für mich überraschende Erkenntnis, wie wenig souverän und wie sehr fremdbestimmt das Land ist, in dem ich lebe. Ja nun, ne? Und er dankt dann auch ganz vielen Leuten, Bodo Ramelow und wem alles, und Ali Demir natürlich aus Köln und dem Mario Melzer hat er ja auch geschrieben. Und Eckhard Sieger steht hier auch irgendwo. Ah ja, hier ist er. Eckhard Sieger. So, und auf jeden Fall ist es ein sehr lesenswertes Buch. Ich habe es also in der ersten Runde in 3 Stunden mal durchgelesen und habe dann einen 5-seitigen Strang im Forum daraus gemacht, wo ich dann praktisch die interessanten Dinge reinkopiert habe und ein bisschen was dazu gesagt habe. Das ist hier bei den Pressegeschichten drin. Und wenn man das Buch noch lesen will, dann sollte man auf keinen Fall diesen Strang lesen. Hier, Schorlau, Dengler, die schützende Hand. Das sollte man also sich dann nicht antun, sich diese 5 Seiten hier durchzulesen, weil dann ist das Buch spannungslos. Dann ist es im Prinzip aufgelöst und zusammengefasst und Teile auch rauskopiert. Wie gesagt, sollte man nicht tun. Wir öffnen jetzt mal keine privaten Nachrichten hier. Das kommt jetzt weniger gut.
Was ganz entscheidend ist, das sind hier die ersten beiden Polizisten. So sehen die wirklich aus. Das ist der Herr Meier, der ist ein bisschen schlauer. Und das ist hier der Herr Seeland. Und das sind alles Zitate, das alles, was eingerückt ist, auch das Foto hier, das sind alles Zitate von Haskala, von der Katharina König, von dem ersten NSU-Untersuchungsausschuss. Das ist jetzt hier 31.03.2014, der Ticker. Frau König hat es vorgezogen, bevor jetzt der neue zionistische Verfassungsschutzchef in Thüringen sein Amt antritt. Es ist kein Witz, alle ihre Ticker-Protokolle zu löschen. Also mussten wir die jetzt anderweitig sichern, haben das natürlich auch getan. Und was hier besonders schön ist, ist die entwaffnende Ehrlichkeit dieses Mannes hier, der nämlich da vorgeladen gewesen ist in Erfurt, März 2014. Und das Protokoll ist so wunderschön. Es ist hier dieses Protokoll vom Polizisten Seeland. Jetzt müssen wir nur noch die Seite wechseln. Ah ja, hier ist es. Ah, so, das lag hier unten an dieser blöden Einstellung, dass der immer ganze Seiten überblendet. Das mag ich überhaupt nicht. Also, er sagt also auf Nachfrage des Abgeordneten Kellners, dass er ganz dicht da am Wohnmobil und wieder dran war, dann sagt er, rausgeschossen wurde ja nicht. Es ist ja kein Schuss von drinnen nach draußen gekommen, so der Zeuge. Im Nachhinein sei dann sowas erzählt worden, nachdem man das Fahrzeug auseinandernahm. Er habe aus der Presse erfahren, dass auf ihn und seinen Kollegen geschossen wurde. Herrlich, ne? Sein Kollege hat übrigens eiskalt gesagt, es wären 3 Schüsse gewesen, ne? Aber er war so ehrlich und hat auch das bestätigt, was in den ersten Pressemeldungen stand. Nämlich in den Pressemeldungen, die ersten Tage beherrscht haben. Es ist also nicht nur eine gewesen. Es gab überhaupt keinen Schuss auf die Polizei. Den gab es nicht. Es gab 2 Geräusche, schussähnliche Geräusche, die hat man dann zu Schüssen umdefiniert. Das können genauso gut explodierende Munition oder sonst irgendwelche Gasflaschen, Kartuschen, sonst irgendwas gewesen sein. Man weiß es ja nicht. Aber er hat eiskalt gesagt, den dritten Schuss gab es gar nicht. Auf uns ist nicht geschossen worden. Und er war auch ehrlich genug, dass im März 2014 genauso im NSU-Untersuchungsausschuss in Erfurt auszusagen. Und auch da hätte man ja vermuten können, Mensch, das wird doch mal irgendein Journalist aufgreifen. Genau so hat es im Spiegel gestanden, 2 Schüsse. Genau so hat es in der Thüringer Allgemeinen gestanden, zu Anfang 2 Schüsse. Und dann auf einmal wurden es 3 Schüsse. Und wann war das? Das war zwischen dem 18. und dem 21. November 2011. Vorher waren es nämlich keine 3 Schüsse. Und das kann man sich auch schön anschauen, wie das damals gelaufen ist. Und zwar ist es so gelaufen, dass man am 18. November hat man eine 9mm Hülse hier an der Ecke vom Fahrersitz, also hier vorne sitzt der Fahrer, hier ist der Sicherheitsgurt, hier ist diese erste Rückbank, das ist also ungefähr hier, ja. Hier ist eine Patrone, die ist ein Foto, wo also alles noch frisch war, da ist alles noch blutig und so weiter. Und hier dann 2 Wochen später, am 18., man hatte ja erst am 17. die Soko Capron vom Polizeidirektor Menzel übernommen, hat man dann diese Hülse gefunden, 9 mm. Und seitdem hat man dann, 3 Tage später, hat man dann gesagt, nee, also es gab einen Schuss auf die Polizei. Und das brauchte man dafür, weil man ja gesagt hat, lebende Uwes hätten auf die Polizei geschossen. Da ist also keine Leichenfuhre abgestellt worden, wie das auch der Herr Schorlau meint, sondern mehr oder weniger, habe ich das so zumindest verstanden, sondern wenn man sagt, die haben dann noch gelebt und hatten einfach keine Lust wegzufahren, nachdem die Ringfahndung aufgehoben worden war, 45 Minuten schon, dann, wenn man also dann sagt, ja, wir brauchen die lebend, mit Ruß in der Lunge, ne? Die schöne Lüge im Bundestag, komplett vertuscht von den Medien, 1,5 Jahre lang. Und wenn man sich natürlich auf diese Märchen da einlässt, dann brauchte man auch diesen Schuss aus dieser Maschinenpistole Plätter aus Kroatien auf die Polizei, der dann zu einem Hauswanddefekt geführt haben soll, wo es gar kein Geschoss
nicht mal einen Teil davon gegeben hat. Ne? Und man hat die beiden Selbstmordschüsse, wo man auch zwei Löcher im Dach hat, die aber nicht so richtig passen wollen. Und wo man auch die Projektile nie gefunden hat. Was ja auch erstaunlich ist. Ja? Und was man dann vielleicht noch dazu sagen muss, man hat ja von der Lage her ist es also so, dass man hier oben den Streck da hat. Ne? Das ist hier Streck da. Hier ist dieses Industriegebiet, hier mit dem Kreisel und hier ist der Obi. Und hier hinten hat man also das Wohnmobil gefunden. Wo, als der Bankraub morgens passiert ist, soll das Wohnmobil vorher hier gestanden haben. Ja, da hat auch ein Kieslasterfahrer gesehen, da wären zwei Männer gewesen, einer mit langen Haaren und einer mit kurzen Haaren, aber er wäre sich sicher, es wäre keine Frau gewesen, sondern ein Mann. Und auch das ist, wie gesagt, ein Widerspruch, der bis heute nicht aufgeklärt ist. Hier ist die Sparkasse, ja, wo also dieser Bankraub stattgefunden hat, und hier, wie gesagt, ist diese 2 Minuten Zeiten, die man hier mit dem Fahrrad braucht, um da hinzukommen. Und da sollen sie ja beim Fahrräder einladen gesehen worden sein. Dieser Rentner konnte sie aber nicht beschreiben. Und fast 3 Stunden später sind sie dann hier tot gefunden worden. Angeblich haben sie sich da gerade erschossen. Ja? Das ist wichtig. Und wie gesagt, man muss da sehr aufpassen, welche Argumentationslinien man da fährt. Ob das nun 2 oder 3 Schüsse waren, ob es überhaupt Schüsse waren und ob da nicht nur zerplatzt ist im Wohnmobil. Wie gesagt, in Zwickau sollen ja alle 3 Wohnungswaffen im Feuer losgegangen sein. Alle 3. Ja. Das muss man ja auch sehen. Und dann hatten wir, das ist alles hier von 2014, also ist alles uraltes Kram, was wir jetzt hier durchgehen. Nicht? Und die neuen Brillen, das hatten wir ja auch schon damals geblockt, dass diese ganze Geschichte nicht stimmen kann und dass hier Fotos mit von dem Magazin, wo hier angeblich die Patronen auf dem Tisch liegen, und das sind aber, wie gesagt, alles ein bisschen merkwürdig. Und dann gibt es eben die Fotos, wo eben das Tageslicht von Streck da ist, und dann gibt es die Fotos, wo eben hier die in der Halle aufgenommen worden ist, und das ist hier das Kabel von dieser Batterie, 12 Volt Stromversorgung, was da rot tickte unterm Tisch hier, und was der Wenzel dann todesmutig da rausgezogen hat. Alle anderen dachten, es wäre eine Bombe. Und hier ist dieses größte Problem im Wohnmobil, das ist nämlich diese Magazinfeder auf der Leiche. Und diese Magazinfeder hätte man normalerweise, die muss ja dann zu dieser Waffe hier auf dem Tisch gehören, weil hier das Magazin weggeflogen ist, auseinandergefallen ist. Und da ja auch die Munition hier auf dem Tisch liegt, ja, und merkwürdigerweise nicht explodiert ist. Und da hätte also diese Feder unbedingt dazugehören müssen. Und das sieht auch aus wie eine Heckler & Koch Magazinfeder. Das würde also zu dieser P2000-Waffe passen. Hier nochmal ein Ausschnitt in groß, ja, wie das Ding aussieht. Und man hat dann auch die Teile gefunden. Man muss wohl beim irgendwie später dann auf die Feder draufgetreten sein und hat sie dann in 2 Teile zerbrochen, zerlatscht. Aber hier steht auch noch, dass es möglicherweise eine Magazinfeder ist. Also dass die Metallfeder verbogen, und hier steht möglicherweise Magazinfeder. So sind die Teile dann irgendwann asserviert und ausgewertet worden. Hier haben wir das mal manipuliert, die beiden Teile zusammengesetzt und wie gesagt, waren ja zerbrochen. Und dann sieht es zumindest so aus, als wenn das eigentlich ein erstklassiger Beweis ist, dass die Dienstwaffe von der Frau Kiesewetter hier genau auf diesem Tisch liegt. Und was eben bisher niemand aufgegriffen hat, auch nicht der Herr Schorlau und sein Aktenrechercheur, das ist das Problem. Das hier ist auch nochmal die Asservatenbeschreibung vom BKA, ne, wo dann das auch nochmal drin steht, Metallfeder und 2 Teile, und dann haben sie hier unten das auch nochmal zusammengefasst. Aber was das Problem ist, das BKA hat diesen Beweis kaputt gemacht. Das BKA hat also geschrieben, sie bezieht sich also auf diese beiden Teile und schreibt dann, diese Frau Queder, das ist eine ganz merkwürdige Mitarbeiterin vom BKA, schreibt dann, dass das 2 Elektronikbauteile sind. Sie sagt also, es ist keine Magazinfeder, auch keine zerbrochene, sondern es ist ein Elektronikbauteil. Und das kann nicht sein. So sieht diese Pistole exploriert aus. Ja, hier sieht man, es gibt also 2 verschiedene
zwei verschiedene Magazine. Es gibt einen 13-Schuss- und einen 16-Schuss-Magazin. Und die Auflösung dürfte die sein, dass die, dass da ein falsches Magazin war. Also die Frau Kiesewetter hatte ein 13-Schuss-Magazin und da muss die Magazinfeder eines 16-Schuss-Magazins gewesen sein. Die hat nämlich genau eine Windung mehr. Und das ist schon, wie gesagt, von September 2014. Das ist schon über ein Jahr her. Und deswegen musste diese Magazinfeder wahrscheinlich zu zwei Elektronikbauteilen umgewidmet werden, weil es eben die falsche war. Es war zwar eine Heckler & Koch Magazinfeder, aber sie war im falschen Magazin. Und da die Pistole, Kiesewetter angeblich mit 14 Patronen aufgefunden worden ist, also 13 im Magazin und eine im Lauf, also hier in der Patronengammer, könnte es natürlich durchaus sein, dass diese zu spät gefundene Hülse, die war ja jetzt hier woanders, ne? Die war hier, dass diese zu spät gefundene Hülse, dass das in Wahrheit eine explodierte Selja und Belliot 9x19mm Patrone ist das, oder Hülse ist das, eine von diesem 16er Magazin war. Ne? Also wenn du statt 13 ein 16er Magazin hast, hast du auch drei Patronen mehr, kannst du drei Patronen mehr drin haben, dann hättest du hier schon eine Hülse gefunden. Es wurde dann ja noch eine zweite Patrone, eine volle Patrone auch noch in dem Möbelschutt hier gefunden. Da ist also auch noch ein Asservat drin, was eine 9x19mm Luger S&B Patrone ist. Also keine Hülse, sondern eine volle Patrone. Und dann gibt es ja auch noch diese Munitionsteile im Fahrersitz, die man dann erst im März 2012 gefunden hat. Das ist also Asservat 1345 heißt es, glaube ich. Und so gesehen könnte man da schon zu noch anderen Thesen kommen, was aber an der Kernaussage vom Schaulau nichts ändert, dass innerhalb von 20 oder 15 oder 30 Sekunden Zeit da die beiden sich mit Sicherheit nicht spontan deradikalisiert haben, wie das auch in der Anstalt so schön gesagt worden ist, und sich dann da gegenseitig umgebracht haben. Also die Wahrscheinlichkeit, dass die da nur reinplatziert worden sind, ist wesentlich größer. Wie gesagt, wobei dann, wenn sie da tot abgeladen und dann, dass die Karre angesteckt worden ist, ist es auch relativ egal, ob dann der Mensch sich das nochmal in die Halle bringen lassen. Wobei das eben, und da hat der Schorlau wieder vollkommen recht, es macht überhaupt keinen Sinn, das in eine nicht gesicherte Fahrzeughalle unterzustellen, wohin so ein Kunst ran kann, anstatt dass man das bei der Polizei in Erfurt oder wo auch immer, oder in Gotha bei seiner eigenen Polizei, die Stelle werden sie ja wohl eine Garage haben, wo sie ein Wohnmobil da hinstellen können, ne? Und das ist eben nicht nachvollziehbar, wie sie das gemacht haben. Und hier ist nochmal dieses schöne Zitat von Haskala, rausgeschossen wurde nicht. Hat er ganz, also der war klasse, der hat das eiskalt die Wahrheit gesagt. Nur das ist das Gleiche, was dem Dern bei dem Paulchen-Video in Stuttgart passiert ist, wenn die Presse nicht drüber berichtet und die Abgeordneten es einfach nicht zur Kenntnis nehmen wollen. Dann können sie whistleblowen und die Wahrheit sagen, so viel wie sie möchten, spielt keine Rolle. Ja. Und dass die auch alle keine Akten haben, das kennen wir auch aus dem Ausschuss in Dresden. Die laden auch Brandsachverständige vor, ohne dass sie überhaupt den Bericht von den Leuten kennen, also ohne Worte. Und es ist auf jeden Fall, hier sieht man mal ein bisschen Böhnhardt, so wie das Loch wirklich aussah im Kopf. Und hier hat er sechs Munitionsteile im Kopf. Sechs Stück, das bringt der Schorlau ganz am Ende seines Buches auch noch. Der hat sechs Munitionsteile in seinem Kopf gehabt. Und die hat man dann im 5. November bei der Obduktion gefunden. Und die hat das BKA im Februar 2012 als unwichtig erklärt. Und nun ist natürlich klar, wenn das jetzt irgendwelche Absplitterungen von dem angeblichen Selbstmordschuss mit diesem Flintenlaufgeschoss aus der Pumpgun gewesen wären, hätte man das triumphierend vorgeführt und hätte nicht drei Monate später die Dinge als unwichtig erklärt. Und hier ist die Hand, da waren vier Sorten Schmauch drauf, aber nach der offiziellen Geschichte hat Hans nur zwei Sorten gegeben haben, nämlich der angebliche Schuss auf die Polizisten mit der Zivilmunition 9x19 und die zweite Sorte Schmauch mit der von der Pumpgun,
die natürlich einen anderen Treibsatz drin hat. Und man hat aber vier Sorten gefunden. Und dass da die Schusshand nicht typisch vom Schmauch, also dass es zu wenig Schmauch gab, heißt das ja, auf der Hand, das wurde dann begründet, ja, da war Löschwasser und überhaupt, und wobei die Feuerwehr auch gesagt hat, sie hätten so gut wie gar nichts innen drin, da großartig gelöscht und schon gar nicht die Hände. Aber wie gesagt, man weiß es nicht. Auf jeden Fall ist der Tatortbefund, ist schön ermittelt und hinermittelt, und der Schorlau hat das auch richtig erkannt, dass so, wie man uns das erzählt, nicht gewesen sein kann, wobei der größte Buller ja ist, dass sie dann noch im 7. in der Pressekonferenz eiskalt 4 Pistolen und 3 Gewehre verkündet haben, ja, aber es ja 8 Waffen sind. Die haben eiskalt nach 3 Tagen, haben die in ihrem Tohuwabohu noch nicht durchgeblickt und haben doch glatt die zweite Dienstwaffe vergessen, nämlich die von Martin Arnold, die sie haben als erstes geborgen haben. Also dieser ganze Tatortbefund ist Schmu. Da ist, und das hat der Herr Schorlau richtig erkannt, ein Verbrechen vertuscht worden. Und wie das genau zusammenhängt, das weiß der Herr Schorlau nicht. Wie die genauen Details sind, das wissen wir auch nicht. Aber der Polizeidirektor Menzel muss entweder einen Regisseur da gehabt haben. Also es gibt da Fotos von Journalisten, wo da zwei Männer ständig auf den Menzel da einreden. Das müssen seine Regisseure gewesen sein, seine Taktgeber. Das heißt, der Menzel kriegt jetzt den Buhmann verpasst für Dinge, die er sich gar nicht ausgedacht hat. Und für die er zwar jetzt offiziell die Verantwortung trägt, weil der ranghöchste Polizist da am Tatort war, aber seine Einflüsterer dürften ganz andere Leute gewesen sein, die auch da vor Ort waren. Und die Journalisten ziehen es aber vor, diese Fotos nicht zu veröffentlichen. Das ist auch eine Aussage. Ne? Die waren alle als Zeugen vorgeladen, aber haben die Fotos nie veröffentlicht. Auf jeden Fall, der krönende Abschluss der ganzen Geschichte ist ja eine Ex-Frauen-Nationalspielerin im Fußball, Leiterin der Tatortgruppe, die aber nichts entscheidet und immer nur andere Leute vorschickt, und die ja dann den Pizzakarton, da die Waffe Arnold aus dem Badezimmer rausgenommen haben will. Ganz zu Anfang noch ein Streck da als einzige Waffe. Und wir wissen, dass das nicht stimmt. Nur die Leute sind so gut gebrieft, wenn sie da hinkommen. Wenn da die entsprechenden Nachfragen kommen, dann stellen die einfach Gegenfragen, welche Asservatnummer das jetzt wäre. Und wenn sie da nicht knallhart weiterfragen, sondern sich verwirren lassen von diesen Leuten, dann haben sie da keine Chance. Und sie müssen natürlich, und das sind die Abgeordneten nicht, sattelfest sein, und sie müssen es vor allen Dingen auch aufklären wollen. Und da sind in den Ausschüssen kaum Leute, die das wirklich aufklären wollen und die auch gleichzeitig sattelfest in den Akten dazu sind. Die sind einfach nicht da. Der andere hier, also nicht der Wenzel mit seinen nackten Fingern hier an dem Wohnmobil da rumgetatscht, hier an der Tür und so weiter. Der Lotz hat in einer Heckgarage rumgemacht und man hat die alle bei der späteren Analyse beim BKA gar nicht gefunden. Müssen Sie sich auch mal fragen, wie das eigentlich geht. Ja? Da muss also großflächig dann in der Halle von dem Tautz manipuliert worden sein, und das könnte auch einer der Gründe gewesen sein, warum man das eben nicht in eine Polizeihalle abgeschleppt hat. Das wäre viel zu auffällig gewesen. Hier ist Heimatschutz in Farbe. Das Foto ist in Heimatschutz in Schwarz-Weiß. Hier ist also diese Feder, und hier ist diese volle Patrone, die man da als Hülse deklariert hat. Das sind alles nur Ausschnitte aus diesen Übersichtsbildern. Es gibt keine Detailbilder. So, und dem Herrn Schorlau muss man einfach danken, dass er mit seinem Buch scheinbar bei gewissen anderen Leuten, die sich Künstler nennen, Dämme gebrochen hat. Denn zurzeit sind ja die Satiriker die größten Aufklärer der Nation. Nicht nur die von der Anstalt, auch wenn sie da einen Arsch voll Fehler in ihren Vorträgen drin haben, aber der Teil mit den Ruslungen war richtig. Und den Lügen im Bundestag war auch richtig. Die Journalisten von Spiegel über Stern und Zeit und Fokus und Hassnick, die haben das alle nicht gebracht. Die haben das alle seit 4 Jahren versaut und unter der Decke gehalten. Es müssen jetzt die Künstler ran, also Schorlau, die Anstalt, der Sebnitz,
Künstler Hajo Funke ist eigentlich auch nur ein Schauspieler, ja, nur von anderen Leuten bezahlt. Und die müssen jetzt die Künstler die Sache rausreißen. Ist eigentlich eine interessante Entwicklung, finden Sie nicht? Und das alles nur wegen eines Buchs. Herrlich, muss ich sagen. Toll gemacht, Herr Scholler. Toll gemacht. Super.